Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann und die nächste Niederlage von Aline Bachmann und das vor Gericht. Sie hat mal wieder verloren, das allerdings wieder für ihre Follower anders hingestellt und von daher ist es mir natürlich wieder ein Bedürfnis, darüber aufzuklären. Wenn euch das hier interessiert und generell ihr Gossip mögt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und ich würde mich auch wieder sehr freuen, wenn ihr wieder so viele Likes raushaut und Kommentare schreibt. Denn das hilft wirklich enorm, dass die Videos geteilt werden. Ihr habt es vielleicht in den letzten Tagen auch gemerkt, der Kanal wächst immer besser. Und es ist halt wirklich so, dass man die Leute so ein bisschen anheizen muss. Das hilft wirklich deutlich. Ja? Und ich möchte euch damit nicht nerven, aber ich bedanke mich wirklich bei allen, die damit helfen. Es geht jetzt, wie gesagt, darum, dass Aline Bachmann jetzt nicht, es geht nicht um Jasneo, es geht nicht um Yvonne Moulon, es geht nicht um den Pferdestall, es geht nicht um Like Us und die Produktion dahinter, nein, es geht auch nicht um andere Zuschauer, über die ich auch schon mal berichtet habe, es ist jetzt ein ganz neuer Fall und es wurde vor Gericht mal wieder gewonnen. Aline Bachmann hat es natürlich wieder vollkommen anders hingestellt, aber lassen wir erstmal die Instagram-Userin hier zu Wort kommen. Und danke auch an die Trash-Seite, von der ich das hier mal wieder übernommen habe. Könnt ihr auch gerne mal ein Follow da lassen, verlinke ich euch unten einfach und pinne euch an den Kanal. Die klären auch immer sehr cool über Aline Bachmann auf und seht erstmal selbst, was dort alles so gesagt wurde. Ach liebe Aline, lass uns doch einfach mal bei der Wahrheit bleiben. Ich weiß, es fällt dir schwer, aber da kann ich Abhilfe schaffen. Du vergisst bei deiner Geschichte nämlich, dass du sowohl die Anwaltskosten beider Seiten als auch die Gerichtskosten tragen musst. Obendrauf musst du auch noch 400 Euro an eine gemeinnützige Organisation bezahlen. Als es da vorgeschlagen wurde, dass du das an die Kinder- und Krebshilfe bezahlen sollst, hast du dich natürlich wieder als Opfer dargestellt, weil es würde ja um Aisha gehen. Nein, es geht um andere Kinder, denen du hättest helfen können. Nein? Okay. Wer das Böse in dieser ganzen Geschichte ist, das wissen wir ja eigentlich alle. Und bitte steig von deinem hohen Ross herunter, denn diese Kosten tragen deine treuen Fans, die du ja ach so gerne anlügst, wie wir wissen. Weißt du, wie ich meine? Also, liebe Aline, denk bitte nächstes Mal drüber nach, was du veröffentlichst und was wir wissen und was wir dann an die Öffentlichkeit tragen. Ich habe auch einige Gestalten gesehen. Schönen Tag noch. Eigentlich wollte ich zu diesem Thema nichts mehr sagen. Nach diesem Beitrag muss ich aber etwas dazu sagen. Ich weiß nicht, ob wir in unterschiedlichen Verhandlungen gesessen haben, aber aus der Verhandlung, aus der ich am Freitag gegangen bin, ist sie definitiv nicht als Gewinnerin rausgegangen. Abgesehen davon, dass ich eine Verfügung sowie eine Unterlassungserklärung habe, die, wenn sie gegen diese Unterlassungserklärung verstößt, sehr viel Geld kosten wird oder ersatzweise eine gewisse Zeit hinter schwedischen Gardinen bringen wird, muss sie ein entsprechendes Schmerzensgeld bezahlen, was allerdings nicht auf meinem Konto landet. Das liegt allerdings nur daran, dass ich mich entschieden habe, mir meine wertvolle Zeit zu sparen und nicht in ein oder zwei weitere Verhandlungen zu gehen, sondern mit ihr einen Vergleich einzugehen. Gemeinsam mit dem Richter entschieden wir also, dass sie das Schmerzensgeld in Höhe von 400 Euro nicht an mich überweist, sondern an eine von mir gewählte gemeinnützige Organisation. Ich habe mich aus persönlichen Gründen für die Deutsche Kinderkrebshilfe entschieden und schlug dies entsprechend vor Gericht vor. Allerdings, wie sich einige denken können, wurde dann die absolute Opferrolle eingenommen und die Geschichte mit Aisha wurde ausgepackt. Was auch immer diese Geschichte dort zu suchen hatte, denn dieses Geld wäre letztendlich den Kindern zugute gekommen, die aktuell gegen den Krebs kämpfen. Und man hätte ihnen vielleicht noch den ein oder anderen Wunsch erfüllen können. Nachdem sie einen sehr theatralischen Aufstand gemacht hat, schlug der Richter vor, dass er eine Organisation vorschlagen würde, dem ich zustimmte. Der Richter schlug vor, dass das Schmerzensgeld an das Kinder- und Jugendhospiz in Düsseldorf gezahlt wird. Damit war sie dann tatsächlich einverstanden. Ich weiß nicht, wie man sich fühlen kann, als hätte man da auch nur irgendetwas gewonnen. Und ich weiß auch nicht, ob sie
nicht ganz verstanden hat, dass letztendlich ich die Entscheidung getroffen habe, wie dieses Verfahren ausgeht. Denn ich hätte, wenn ich gewollt hätte, in die Hauptverhandlung gehen können und weiterhin mein Recht einklagen können. Und dann wäre am Ende die Geldsumme nicht einem guten Zweck zugute gekommen, sondern auf meinem Konto gelandet. Ich glaube allerdings, dass wir niemals erleben werden, dass sie auch nur ein einziges Mal zu ihren Fehlern oder zu ihren Taten steht, denn sie ist ja eh immer in allem unschuldig. Allerdings habe ich ein Schriftstück, was beweist, dass sie es in diesem Fall nicht ist. Letztendlich möchte ich einfach nur noch sagen, dass ich mit dem Ausgang dieser Verhandlung zufrieden bin und, wie sagt man so schön, ich wünsche noch einen schönen Tag. Da sind wir hier mal wieder ein bisschen schlauer geworden und das ist durchaus lustig, aber auch irgendwie traurig, dass Aline Bachmann das Ganze immer als Sieg vor ihren Followern verkauft. Und wenn man das dann nicht so ein bisschen hinterfragt oder sie nicht auch schon ein bisschen verfolgt und auch kennt, glaubt man das dann vielleicht naiverweise und denkt, okay, ja, die hat doch recht und hat doch hier auch gewonnen und das ist doch gar nicht so, wie die YouTuber und Co. alle behaupten. Und sie ist hier im Recht. Nein, das ist sie definitiv nicht. Das seht ihr ja, dass jetzt schon wieder jemand vor Gericht gegen sie gewonnen hat und die nächste Niederlage für Aline Bachmann zu Buche steht. Und das finde ich halt schon ziemlich heftig, dass sie das vor ihren 40.000 Followern sind es jetzt, glaube ich, noch immer wieder auch teilt und sich da als Gewinnerin zeigt, obwohl das halt überhaupt nicht der Wahrheit entspricht und das überhaupt nicht so der Fall ist, wie man es in diesem Fall schon wieder gesehen hat. Und ich finde es übrigens auch eine coole Aktion, dass die Dame dort das Ganze an einen wohltätigen Zweck quasi gibt, also quasi damit jetzt schon zufrieden ist. Sie hätte ja auch die nächste Sache schon wieder machen können, ja, und in die nächste Instanz und dann das Geld für sich einbehalten können. Sie hat aber gesagt, nee, sie ist jetzt damit zufrieden, das soll an einen wohltätigen Zweck gehen, das Geld, und damit ist dann Leuten geholfen und dem Krankenhaus da in Düsseldorf, der Krebsstation, und das fand ich auch eine ziemlich coole Sache. Wäre ja auch ihr Recht gewesen zu sagen, nee, ich gehe jetzt weiter und möchte das Geld für mich behalten, ja, das hat sie nicht gemacht und das, finde ich, sollte man auch nochmal lobend hier anerkennen, ja, finde ich, könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, finde ich auf jeden Fall eine coole Aktion. Allgemein könnt ihr mir auch gerne noch weitere Sachen zuschicken, ich werde nochmal ein weiteres Video drehen, wo es nochmal um ein paar andere Informationen geht, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Wenn euch das Ganze interessiert und ihr nichts verpassen wollt, lasst, wie gesagt, ein kostenloses Abo da. Drückt die Glocke, dann versäumt ihr nichts mehr und folgt mir gerne auch überall. Ihr findet auch in den Infobox-Gedöns auch noch einiges, was ihr dort verfolgen könnt. Dann verpasst ihr in Zukunft auf jeden Fall nichts mehr. Lasst auf jeden Fall gerne auch noch ein Like da. Schreibt mir eure Meinung und ich bin gespannt, was jetzt so noch demnächst an weiteren Niederlagen hinzukommen wird, weil ich glaube, das wird noch richtig heftig werden die nächsten Wochen und durchaus spannend. Also wenn euch das hier interessiert, bleibt am Ball und ansonsten sehen wir uns morgen auch schon wieder und ich kann euch versprechen, es wird wieder trashig. Bis dann und ciao, ciao.